Hallo liebe Liebenden und in diesem Sinne willkommen zu einer neuen Folge Yonder. In der letzten Folge habe ich die Halloween-Nacht hinter mir gelassen und bin jetzt auf der Suche nach dem Mottentempel. Ich glaube, ich habe den schon gefunden, nur den Eingang noch nicht. Aber der wird hier irgendwo finden sein, denke ich. Das hört sich allerdings an, als wäre da Düsternis, oder wie die heißt, Düsternis, Dunkelheit. Ich glaube, Düsternis ist richtig und da muss ich nicht weit denken, um zu wissen, dass der Eingang versperrt wird. Yep. Düsternis war richtig. Ja, mal gucken, ob ich genug Geister habe, um den hier zu beseitigen. Habe ich. Naja, komm, mache ich, weil sonst komme ich ja nicht weiter. Let's go. Ey, wie schön. So, wen haben wir denn hier? Hallo Geisterseher, du brauchst Seide. Oh je, die großen Seidenspinnermotten sind alle weg. Seit dem großen Unfall haben die Leute diesen Ort hier vernachlässigt. Der Kreis des Lebens wurde unterbrochen. Aber er kann wiederhergestellt werden. Oh. Bring mir Blumen aus allen Ecken von Gemea und ich werde den Tempel wieder zum Blühen bringen. Und du bekommst deine Seide. Okay, die Aufgabe, der Aufgabe, der Aufgabe. Aber Blumen habe ich fleißig gesammelt, wie man sieht. Mondseidenblumen, 41 Stück. das heißt, ich habe alle schon und kann die hier abliefern. Easy. Danke, Geisterseher. Ich kümmere mich nun um die Blumen. Ich komme in 2 Tagen wieder und das natürliche Gleichgewicht wird wiederhergestellt sein. Die immer mit ihrem kommen in 2 Tagen wieder, 3 Tagen, so und so viele Nächten. Mist. Ich will nicht wiederkommen, ich will das jetzt hier erledigen. Bitte. Was kann man noch so machen? Ich könnte mal hier zu dem Hof gehen, weil wenn ich links gucke, dann scheint das ja doch eine gewisse Bedeutung zu haben. Muss ich nur an diese Aufgabe hier denken. Nicht, dass ich die bald schon wieder vergessen habe hier. Weil ob das in dieser Folge hier noch was wird mit dem Abschluss, da bin ich skeptisch. Erstmal nehme ich hier alles auseinander und klaue wie ein Rabe. Nimm alles und gebe nichts wieder zurück. So sagt man ja. Ah, da hinten sehe ich da auch noch was Interessantes. Moment. Da oben kann ich da noch was abbauen. So, tippitoppi. Junge, Junge, was ich schon alles an Shampoo hab. Kann Friseurladen aufmachen, glaube ich.
Boah, die trigger ich jetzt nicht auch noch an. So, da ist mein Hof oder einer meiner Höfe. Die Hofbewertung ist natürlich Katastrophe. Sauberkeit am Hof ist ziemlich hoch. Weil hier passiert ja auch nichts. Wie soll er dreckig werden? Was ist mit dem Typen? Gehört er irgendwie zum Hof? Troffels sind die besten. Das sind diese großen braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Ah. Sie sind nicht nur groß und flauschig, wenn wir sie zähmen. Geben sie uns auch Groffelmilch. Okay. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere ein Groffel mit Zeliumsamen und es wird dir eine Zeit lang folgen. Hm. Hier, ich zeige dir, wie man Zeliumsamen herstellt. Jetzt geh und hol uns ein großes, flauschiges Groffel. Okay, Zeliumsamen. Groffel. Das war mein erstes Tier auf dem Hof. Müsste ich nur noch so einen Groffel sehen. Und es muss ja wahrscheinlich auch irgendwie halbwegs in der Nähe sein, ne? Wenn es mir nur eine Weile folgt und nicht Ewigkeiten. Oben stehen Tiere. Mal gucken, ob das ein Groffel ist. Ne, das sind so Füchse, ne? Ja. Noch ein Fuchs. Ja. Oder haben wir jetzt nur nachtaktive Tiere hier unterwegs sind und keine Groffel? Ich weiß es nicht. Fällt aber auf, dass hier keins dieser Viecher rumrennt, ne? So, da wird's hell vielleicht. Vielleicht kommen die Tiere ja jetzt wieder raus. Da sind weiterhin die Füchse nur. Zeliumsamen muss ich noch herstellen. Wo haben wir denn sowas?
Wollte der Typ gerade mir nicht zeigen, wie man das macht? Was haben wir da? Kräutersamen. Ich quatsche mal gerade noch an. Ich liebe das Leben auf dem Bauernhof. Aha. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich Celiumsamen hier herstelle. Oder habe ich die einfach nicht gesehen? Blaubeersamen. Da sind wieder die Kräutersamen. Also in der Tasche habe ich die nicht. Das ist ja Kleidung. Das ist doch auch nix. Herstellung. Was ist das denn da? Celiumsamen, hey. Man braucht Stein und Celiumblume, okay. Mein Rucksack ist voll. Doof. Warte mal, dann lass doch Sachen hier. Ich habe da extra so eine Truhe hier. Alle hier so Klamotten. Insbesondere die, die ich eh nicht trage. Der alte Stiefel, ja, der ist wichtig. Müsste ja schon reichen. So, jetzt habe ich ein paar hergestellt. Ich liebe das Leben auf dem Bauernhof. Okay, er erzählt immer noch nicht mehr. Da sind noch immer nur diese Füchschen. Dann gehe ich mal los und gucke mich ein bisschen um. Wieder so ein Fuchs nur. Arena. Mensch, hier müssen auch die Groffel auch irgendwo sein. Aber nö. Was hier noch so geht. Wird wahrscheinlich kein Groffel in der Truhe sein.
Mensch, hier müssen noch welche so halbwegs um die um den Hof rum sein. Aber no. Oder sind das? Warte mal. Nee, das sind ja Steine, ne? Ja. Seid ihr? Nee, die kann ich irgendwie gar nicht. Mal, ich habe da so eine Art Glossar oder so, wo ich sehen kann. Da. Hey, warte, erzähl mir einen Groffel, okay. Füttern muss ich den auf jeden Fall. Fische. So, da ist ein Groffel. Nee, ich sehe immer noch keine Groffel. Gesehen habe ich aber definitiv schon mal welche. Ich weiß noch nicht mehr in welcher Region. Der Hof liegt hier in dieser. Kein Plan, wo ich die mal gesehen habe. Jetzt ist schon wieder dunkel. Mehr als mich hier umschauen kann ich ja schlecht, ne? Mehr kann ich wirklich nicht tun. Das sind alles andere Tiere. Naja, dann laufe ich ein bisschen weird durch die Gegend und halte weiter aus, schon nach Groffeln. Bin ich hier nicht zu Beginn der Folge noch gewesen? Kann das mal? Oh je. Ich glaube, ich muss mir ein Navi craften. Naja, dann würde ich sagen,
beende ich die Folge einfach da, wo ich es so begonnen habe. Auch wenn man mich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr hört bei dem Gewitter hier. Ich danke fürs Zuschauen. Seid gerne in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. Lasst gerne Kommentar, Abo oder Daumen nach oben da. Ihr kennt das alles. Bleibt auch gesund. Und bis dahin.